Lieber Stier, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche und finanzielle Situation uns anschauen für den Monat September 2024. Bitte wundere dich nicht, wir sind in ein ganz neues Zimmer, das ist mein Arbeitszimmer. Ich bin noch gar nicht fertig. Wir sind noch gerade so mittendrin. Aber ich konnte sozusagen schon das Wichtigste mit runternehmen, ja, damit ich auch in Ruhe arbeiten kann. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass ich mich auch konzentriere, wenn ich Karten lege. Und du wirst auch meine Stimme lauter hören, ja, weil es noch ziemlich leer ist, ne? Aber das merkst du ja auch, weil das ist klar am Anfang. Ja, hinter mir und irgendwie neben mir sind meine Karten, meine gewisse Dinge, die ich zum alltäglichen Gebrauch brauche, aber sonst ist sie noch ziemlich leer. Ja, also hörst du mich ganz laut. Also ich höre diese Stimme quasi nicht immer. Das ist nur in leere Räume. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, lieber Stier, hör dir bitte auch deinen Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen. Also wie gesagt, das ist für mich eine neue Umgebung. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Das ist für mich auch gar nicht einfach. Es ist ja klar, dass du nicht mit der Legung hundertprozentig resonieren wirst. Nehmt das, was du umsetzen kannst. Das ist mir auch nämlich sehr wichtig, dass ihr nie euch zwingt. Und hier kommt schon eine Karte. Lampe und Dame. Oh mein goodness, was ist los? Was ist los? Bei dem Widder kam eine wunderschöne Karte mit sehr viel Glück. Und heute, ne, werden wir hier auch noch begrüßt von dieser Fülle. Also, was haben wir hier? Sei auch gutmütig zu den anderen. Denn essere generoso. Du hast jetzt hier ganz viele Dinge. Du hast den Reichtum in der Hand. Also es kann gut sein, dass du hier teilen sollst. Also du kannst dich hier freuen, weil du hast so viel, dass du nicht die anderen vergisst. Aber das macht der Stier nicht. Also der Stier ist wirklich ein guter Mensch, hilfsbereit. Und vor allem, wenn er etwas hat, teilt er das auch gerne mit der Familie. Also ich sage jetzt hier er, das kann auch eine Sie sein, um Gottes Willen. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, ja? Lieber Stier, du bist hier einfach jemand, der sehr gutmütig ist, der hier teilt, der hier auch den anderen gibt. Ich habe hier, guck mal, diese Schüssel, wo voll ist. Wieso das ganze Reichtum für mich behalten, wenn ich es teilen kann mit den Menschen, natürlich, die ich liebe? Also hier kann auch gut sein, dass jemand mit dir teilt, aber ich denke, das ist deine Fülle und ich sag dir auch gleich wieso. Weil dann bald die Sonne in Jungfrau reingeht und das ist nochmal ein Schubser für alle Erdelemente, ja, das ist ein Benefit, das ist für dein Wohl und es ist wie wenn du die Ernte bekommst an das, was du zusammengelegt hast, ja, und du fängst aber auch etwas Neues an. Wir hatten diesen Vollmond, das ist klar, wir beenden diesen Vollmond, mit dem wir etwas zurücklassen, eine neue Situation starten, okay? Und jetzt bekommst du schon die Frutto, die Früchte, du hast sie wie in der Hand oder du siehst schon. Also ich denke, du kannst hier etwas anfassen, ja? Lieber Schi, das ist eine wunderschöne Karte für September. Wahrscheinlich auch die Früchte, die du angelegt hast, ja? Du hast ja, das ist ja klar, wenn du nicht anlegst, bekommst du ja auch gar keine Ernte. Und das ist hier eine Karte, die sagt, teile auch mit den anderen, die weniger haben. Also das ist ja klar, du kannst dich mit der ganzen Welt teilen, mit den Menschen, die du liebst, mit den Menschen, die eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen. Ja? Okay, machen wir weiter. Also es ist eine wunderschöne Karte, wie gesagt, aber das ist auch das Input, dass bald die Sonne Jungfrau erreicht. Und das ist nochmal ein Pluspunkt für alle Erdelemente und aber auch Wasserelemente, nicht nur die Erdelemente, aber am meisten haben diese Erdelemente einen Benefit. La tua condizione diventerà stabile. Wow! Deine Situation wird stabilisierend sein. Also das bedeutet, diejenigen, die jetzt irgendwo Probleme gehabt haben, Krisen gehabt haben, beruflich, finanziell, es ging nicht. Also ich kenne ganz viele Stiere. Da öffne ich jetzt mal eine große Situation, also eine große, ja, wie kann man das sagen? Das ist ein Punkt bei dem Stern, bei dem Sternzeichen Stier gerade.
viele Stiermenschen wechseln die Arbeitsstelle. Also ich kenne ganz viele Stier, die gerade switchen. Also sie haben tatsächlich etwas gemacht beruflich, machen jetzt was ganz Neues, lernen etwas, sind aber auch in einer Ausbildung. Das ist schön. Die Stiere geben nicht auf. Die Stiere sagen, guck mal, jetzt bin ich an der Reihe, jetzt kann ich mich beweisen. Und das ist wie wenn die Stabilität nochmal den Input dir gibt, ich bin auf der richtigen Seite, also ich bin auf dem richtigen Weg, weil du diese Stabilität spürst und das ist eigentlich das Allerwichtigste für einen Stier. Wer kennt das nicht, das Stabilität, dieses ich habe meine vier Wände, ich weiß, dass ich jetzt momentan beruflich an etwas arbeite, das mir aber später auch in eine Zukunft bieten kann, ja? Also hier wirklich, okay. Bei uns sagt man, wenn man niest, mitten in einem Gespräch, ist es die Wahrheit. Also es ist jetzt dir überlassen, lieber Stier, dass du dann kommentierst. Weil, ja. Aber das ist ja auch die Wahrheit, was ich gesagt habe. Also ganz viele Menschen, die ich kenne, haben jetzt Job gewechselt, sind jetzt im September in einem neuen Job oder viele haben auch schon begonnen. Ja, also letzte Woche und sie sagen, es ist viel, viel besser. Also sie fühlen sich besser, das ist klar, du wechselst Energie, du bist nicht mehr in der alten Energie. Und wie gesagt, hier gibt es auch diese stabile Punkte, das sind stabile Punkte, die in deinem Leben eintreten, die dir nochmal Sicherheit geben. Also das braucht der Stier und wie gesagt, du kannst ja gerne kommentieren, weil ich auch noch mittendrin genießt habe. Das ist bei uns so, das ist kein Aberglaube. Das stimmt wirklich, Leute. Also bei uns ist es oft so, dass wenn jemand niest, etwas sagt und das ist dann die Wahrheit, das ist dann so, ne? Okay, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Andere Länder haben andere Sitten, aber bei uns heißt es immer, wenn du niesen tust, mitten in ein Gespräch, wenn du etwas sagst, diese Person sagt die Wahrheit. Sie lügt nicht, ja? Okay, schauen wir mal, lieber Stier. Mit den alternativen Tarotkarten. Guck mal, da hat sich schon was gedreht. Wow! Leute, Leute, lieber Stier, dass es so gut geht. Also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, lieber Stier, du wirst gar keine Probleme haben, alles ist schön, wunderschön, Einhörner, wir fliegen, du wirst nie wieder Probleme haben, das stimmt nicht. Das würde ich niemals sagen, das ist nicht die Wahrheit, sondern dir geht es aber wirklich sehr gut. Dir wird es gut gehen, es gibt mal eine Phase in deinem Leben, in dem du den Erfolg spüren wirst. Du sagst, okay, ich kann jetzt mal auf mich stolz sein, aber nicht nur in der berufliche Situation, ich würde eher sagen, auch in der Liebe. Und es geht hier um einen König der Kelche, also diejenige, die jetzt gerade sich mit jemandem treffen. Jawohl, Guadagno, Avenida. Also hier geht es auch um Menschen, die auch eine Ausbildung starten, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, eine Ausbildung, etwas Neues beruflich, sich wieder, wie sagt man das, wieder in diese berufliche Situation schmeißen, obwohl sie schon älter sind. Also es kann gut sein, du bist in einem gewissen Alter, aber du machst etwas, was nicht unbedingt altersentsprechend ist. Also ich sag's, normalerweise machen das die Menschen nicht in meinem Alter, aber ich mach das. Du bist ein Stier, du kannst das, du schaffst das, lieber Stier. Ja? Also hier könnte auch eine Liebessituation sein mit einem König der Kelche. Eine Situation, in der man etwas Konkretes bekommen kann. Man kann vielleicht auch mit dieser Person ein wichtiges Gespräch haben, zu einem Punkt kommen, zum gleichen Nenner. Es kann aber auch gut möglich sein, lieber Stier, der König der Kelche ist jemand, der so gewisse, bei uns sagt man, das ist Job, der nicht jeder macht. Also das kann gut sein, du bist selber irgendwo in dieser esoterischen Welt, ja, also du selber arbeitest irgendwo in diesem esoterischen Reich, auch vielleicht mit Energie, ein außergewöhnliches Beruf. Es kann auch gut sein, wenn du jetzt ein Mann bist, dass du irgendwo in einer Situation bist, in dem du etwas anfängst. Es kann hier aber auch ein Arzt, ein Pfleger sein, natürlich, ja, der König der Kelche kann auch das sein, weil der König der Kelche anderen Menschen hilft. Das ist jemand, der eine Lösung hat. Das kann auch gut möglich sein, hier geht es um deinen Papa. Hier könnte die
Vaterfigur eine große Rolle spielen. Ja? Mein Vater unterstützt mich, mein Vater gibt mir einen guten Tipp, weil es geht hier eigentlich auch um zwei Menschen. Von Julo, hier geht es um eine jüngere Person, deswegen sage ich ja, du könntest eine Ausbildung starten, etwas machen, dass du sagst, normalerweise ist es nicht meins, aber ich fange an, ich möchte jetzt beruflich mich ändern. Und dann haben wir aber hier auch eine Situation, in der Vater und Kind sein könnten. Ja? Also du könntest hier quasi ein älteres Kind sein, ja? Mädchen, ein Junge, das ist ja klar, über 18. Und du könntest hier einen guten Tipp bekommen von deinem Vater oder von dieser tolle Figur, die hier wie ein Sohn oder eine Tochter dich sieht. Ja? Das ist immer sehr schön. Aha, jetzt aber aktuell gibt es Probleme, Difficultas, Schwierigkeiten. Also sage ich ja, das ist nicht immer alles rosig. In diesem Moment, diejenigen, die sich jetzt diese Legung anschauen, können gut in einer Situation sein, die nicht günstig ist. Also es kann gut sein, du hast jetzt gerade nicht das Geld, wo du, das wir hier sehen, diese Fülle, die siehst du gar nicht tatsächlich, ja. Aber es ändert sich. Lieber Schild, es ist nicht alles, was du siehst, ist nicht immer konstant. Also das dürfen wir nie vergessen. Die Situation ändert sich, die Energien ändern sich. Man kann nicht immer nur in diesem Glück schwimmen. Man kann aber nicht auch nur in Schwierigkeiten schwimmen. Unsere Seele braucht immer neue Ziele, neue Herausforderungen. Und deine Herausforderung ist es, diesmal es anzupacken, es zu schaffen, es daran zu glauben und wie gesagt, hier spielt dieser König der Kelche eine riesige Rolle. Es kann deine Energie sein, vielleicht bist du auch ein Wasserelement, also Fische, Krebs, wer fällt mir noch ein, Krebs, Fische, Skorpion, okay. Kann aber auch gut möglich sein, das ist ja eine Liebesbeziehung, weil es geht ja auch um Amore, es geht ja nicht nur um die Karriere, es geht ja auch um die Liebe, um Gefühle. Situationen, die gerade euch Probleme manifestieren, ja, und man möchte hier eine Lösung finden und man kann eine Lösung finden, weil du siehst ja hier, Naturkonditionen, deine Konditionen werden stabiler. Ne, das kann gut sein beruflich, es kann aber auch gut sein Privatleben, dass du sagst, ich möchte jetzt endlich mal wissen, was ist aus uns zwei? Ne, was wird aus uns zwei? Sind wir jetzt wirklich in einer Beziehung oder will der eine auch das, was ich will? Bitte setz es um, wenn du ein Mann bist, ob die Frau das auch möchte. Aber es könnte hier auch ein guter Vater sein. Eine gute, ich sag mal so ein Vorbild. Ein Vorbild, der dir behilflich sein kann, der dich unterstützt zu deiner Situation, würde ich hier sagen. Und falls du in einer Ausbildung bist, lieber Stier, noch besser. Weil es ist wie wenn du auch einen Schubser bekommst von diesem König der Kelche. Dieser König der Kelche wird dich unterstützen, wird dir eine Hand geben bezüglich dieser Ausbildung. Es kann ja gut sein, dass du auch ein bisschen Angst hast, werde ich das schaffen, kann ich das hinbekommen? Rein theoretisch ja, weil du bist nicht alleine, du wirst hier unterstützt. Es kann ja auch eine ältere Person sein. Wie gesagt, es kann ja aber auch deine eigene Energie sein, dass du einfach hilfsbereit bist, dass du anderen Menschen hilfst, dass du automatisch die Menschen diesen Sicherheit gibst. Es gibt viele Personen im Erdelement, also ich sage immer, das sind meistens Steinböcke, Jungfrauen, auch Stiere. Wenn du mit diesen Personen bist in Kontakt, bekommst du automatisch diese Stabilität. Du bist in Sicherheit, du fühlst dich sicher, weil es sind Menschen, die geerntet sind in seiner höchsten Vibration natürlich. Wenn das nicht so ist, dann ist es ganz anders natürlich. Ja? Kann aber auch gut sein, du sagst, Katja, momentan geht es hier um meinen Vater, meinen Opa, meinen Großonkel, vielleicht geht es ihm nicht so gut. Weil hier könnte auch Schwierigkeiten darin sein, dass diese Person es momentan nicht gut geht. Wie gesagt, die Hauptperson, der Hauptdarsteller ist dieser König der Kelche. Also hier dreht sich viel um diesen Mann, ja? Bitte setze es um. Okay, das war jetzt sozusagen deine Legung für September. Wie ich ja gesagt habe, es geht bergauf. Vergessen wir es nicht, wir kommen dann in einem Erdelement. Wir hatten bis jetzt Feuer. Aktion, wir sind noch im Feuer, agieren, machen, tun, aber das ist ja nicht alles, weil da blüht alles auf bei dem Löwe, das ist ja klar, man beendet etwas, aber man fängt einen neuen Zyklus mit der Jungfrau an, ja, das ist klar, mit September schließt sich alles und wir fangen diesen neuen Zyklus an, bis wir dann wieder sozusagen an diese
Situation rankommt. Wir sehen das aber auch an der Jungfrau, an seinem Symbol, dass sich etwas schneidet, dass sich etwas beendet. Ja? Also jede Sternzeichen mit sich bringt etwas. Ja? Und das ist ja klar, es wird dann umgesetzt auf das Kollektive. Okay, ich freue mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Lieber Stier, pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao.